So Leute, willkommen zurück zu Let's Learn Zerg Nummer 17. Jawohl, es geht weiter, immer weiter. Zurzeit extreme Motivation, was das StarCraft 2 aufnehmen und vor allem auch zocken geht. Ich hoffe, das hält so. Also, behält sich so bei. Good luck, have fun. Caps bisschen ausmachen, muss ja niemand so erschlagen werden. Zack. Sorry, Caps on. Zack, zack, zack. Alles klärchen. Ja. Was kann man denn diesmal quatschen? Das mit dem Bild, das müssen wir noch ein bisschen üben. Was heißt mit dem Bild? Also mit den neuen Sachen halt, Scouting, Overlord und so. Das kam in der letzten Folge viel zu spät, muss ich einfach sagen. Das kam echt deutlich, deutlich, deutlich zu spät. Muss ich auch definitiv verbessern. Sonst sehe ich da kein Weiterkommen mehr in dieser Hinsicht für uns. Wir spielen gegen einen Protoss. Das heißt, wir werden extrem vorsichtig spielen diesmal. Da ich wieder das Gefühl habe, so wie bei dem letzten Aufnahmen, dass der Protoss uns entweder Cannon rushen will oder cheesen will an sich einfach. Und das muss ich einfach verhindern, weil das will ich nicht. Das will ich nicht. Zack. Das möchte ich einfach nicht haben, dass ich gecheesed werde. Und ja. Beziehungsweise, er kann mich gerne cheesen, wenn er das denn will, aber ich möchte ihn gerne abwehren, den Cheez, das meinte ich jetzt eigentlich eher. Das wäre mir jetzt eigentlich am wichtigsten. Jetzt folgt er mir runter und will meine Echse denyen. Ist eigentlich klar. Aber da kommt er zu spät. Tut mir leid für ihn. Er wollte mir meine Echse denyen, aber läuft nicht. Läuft nicht. Müssen wir mal rein und abchecken, was da so los ist. Wir machen uns jetzt mal direkt einen Crawler hier hin und checken mal aus, was da so läuft. Die Drohne, die geht mir auf die Nüsse klar. Keine Echse vom Gegner, das bedeutet, es ist ein eher größeres Vorhaben, ein All-In zu spielen. Wie sehr ich sowas hasse, muss ich gestehen. Ja, ist doch nur eine scheiß Drohne. Kybernetikkern kommt, Pylon, da will er schon zumachen. Muss man einfach so sehen. Da will er einfach zumachen. So. Wir bauen mal ein paar Linge, um zu sehen, wann er kommen sollte oder könnte. Und spawnen mal hier runter mit dem Obi. Um abchecken zu können, wie es aussieht da unten. Das ist kleine Mistviech. Macht mir jetzt langsam etwas große Probleme da unten. Hat mir schon fast die Hälfte meiner Echse an Leben genommen. Das ist mir zu viel. Finde ich, darf nicht passieren. So, und wir gehen jetzt runter. Bauen erstmal noch einen Overlord. Und ja. Zack. 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 Drei Drohnen bearbeiten jetzt dieses Viech. Das ist zwar nicht geplant, muss ich ehrlich gestehen. Das war jetzt Mining Time, die ich verschwendet habe. Naja. Soll vorkommen. So, unsere zwei zusätzlichen Linge, die wir hier haben, schicken wir einmal dahin. Und einmal noch dahin, um abchecken zu können, wie es so aussieht mit den ihr wisst schon was. So, das machen wir anders. Der verfolgt den jetzt bitte. Bitte weiter. Du bist schneller als sein fucking Ding hier. Komm schon. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier voll saturiert.
Zack, zack, zack. Oh, jetzt kommt's, der Push. Das war klar. Zack. Alle Queens mal nach unten ziehen. Und Zerglinge bauen auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt er. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Gas für unsere Roaches, die wir vorhaben zu bauen. Und auch auf jeden Fall neue Larven, muss man einfach so sagen. Gut, dass wir uns hier festhalten können. Und neue... Zack. 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 Machen wir das einfach so. Das ist alles kein Problem für uns jetzt. Wir verstopfen ihm alle Wege bei uns rein. Zu uns reinzukommen. Und pumpen einmal noch Kräftiglinge. Dass er uns ja nicht die Hatch hier nimmt. Das ist extrem wichtig, finde ich. Und... ja. Soll er es doch probieren. Und sobald er wieder reinkommt... Jetzt warpt er rein und wir gehen von hinten drauf. Und zurück. Jetzt will er von hier rein. Bauen wir neue Linge einfach. Verteidigen wir uns einfach mit Masse statt sowas. Beziehungsweise wir könnten hier jetzt eigentlich auch Roaches bauen, so wie ich das gerade sehe. Wäre eigentlich fast schon... idealer, muss man einfach so sagen. Dann machen wir ihn einfach hinten zu. Und so läuft das auch. Das nennt man Zerklingumarmung. Habe ich jetzt auch nichts dagegen. Und angreifen. Und Roaches pumpen, jetzt ist dann vorbei für ihn. So, jetzt geht's aber los hier. So. Ob es ihm das jetzt wert war, man weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall neue Lavis. Und pushen auch auf jeden Fall mal alle Pylonen hier weg. Und wir brauchen auf jeden Fall eine neue Hatch. Das ist jetzt... ganz wichtig. Das müssen wir echt dringend jetzt bauen. Oh man, ich glaube, diesmal hat er uns richtig angenommen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall neue... machen wir es so. Kann der Creep-Tumor vielleicht sich nur ausbreiten? In der Hoffnung, dass er es kann. Und? Ja. Er kann es noch. Zack. Ja, die bekommst du ja noch. Machen wir es mal so. Zack. 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 Zack.
Und so, wir spielen jetzt gerade richtig schlecht, muss man einfach so sagen. Wie weit hat er seine Base hier saturiert? Noch überhaupt nicht. Wir liegen also quasi noch gar nicht weit zurück. Das finde ich in Ordnung. War ein fairer Trade quasi. Haben wir quasi seinen Push abgeblockt. Und gleichzeitig uns noch die Möglichkeit gegeben, ins Spiel zurückzufinden. Wir machen uns nochmal Queens. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Queen mehr. Wir brauchen Mineralien. Ja, Mineralien. Das ist jetzt für uns alles kein Problem. Wir haben ja die erste Base vollkommen saturiert jetzt. Wir nehmen uns mal die Watchtower mal wieder. Zack, 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 zack. So, wir verbinden mal unsere Bases. Das ist auch wichtig jetzt. Dass wir quasi einen Anschluss zueinander haben. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier unten auch wieder voll saturiert. Und dann müsste das Ding jetzt eigentlich auch langsam normal wieder ablaufen. Wir müssen uns hier nicht so voll machen. Zack. Zack. Die Queen können wir alle runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Machen wir hier alles voll. Zack. Und zack. Ein Fall. Und nur noch Roaches pumpen. Jetzt haben wir ja genug Geld. Nichts kommt vom Gegner. Wir machen einen Overseer. Und ja. Wir nehmen uns eine vorsichtshalber dritte Hedge hier. Einfach weil ich es will. Zack. Achso, muss noch aktiv werden. Machen wir das mal so. Hockeyen wir uns die Queens jetzt. Roach Speed. Mehr Mineralien kommt. Jawohl. So, und du fliegst. Zack, zack. Und mit dem hier werden wir jetzt quasi durch eine ganze Base laufen. Zack, zack. Mit der Queen gehen wir dann da runter. Zack, zack. Was haben wir denn gesehen davon? Robotics. So schnell wie möglich handeln, bitte. Kommt ein Stalker, lass ihn stalken. Er will sehen, ob wir eine dritte Base haben. Die haben wir. Die haben wir, mein Freund. Die hast du gesehen. Zack, zack. Machen wir mal so. Ja, das werden wir gerade auf Kriecher platzieren. Und dann geht's gleich richtig zur Sache. Dann rammeln wir ihn aber von jeder Seite aus ein. Hier haben wir nicht mehr so viel Mineralien. Runter mit denen. Vier hat sie erst in drin. Zack. 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 Mama voll. Mama einen kleineren Push. Er kommt, sehe ich gerade. Und in der Hoffnung, dass wir das noch durchkriegen, habe ich 2-2. Ne, ich habe nur 1-0. Fuck. Das könnte richtig wehtun jetzt.
Die darf er uns nicht klauen. Das wäre schon ziemlich bitter. Ist leider... Oh, abbrechen. Dann haben wir noch einen zumindest. Lass mal ihn hochkommen. Lass mal ihn hochkommen. Und wir greifen an. Umklammerung. Jawohl. Oh, das tut richtig gut. Oh, richtig schön. Und nachproduzieren. Das war nicht so toll. Nee, das war jetzt nicht so toll. Das war nicht so toll, meine Freunde. Nein, das haben wir jetzt ernsthaft noch verloren. Warum? Was haben wir das verloren? Er hat 1-1 nur. Ach, das ist so lächerlich. Bauen wir alles noch. Beschäftige dich ruhig damit. Habe ich jetzt nichts dagegen, ehrlich gesagt. So. Noch ein Inject vielleicht. So, lass mal ihn nochmal kommen hier. Ich auch kein Problem. Mach meinen Creep nur weg. Ich habe jetzt 2-0. Oh man, das ist unsere letzte Chance jetzt. Das ist schon brutal, wie wir uns zurückgezogen haben. Wir haben Roach Speed, wir gehen von hinten ran. Nee, das reicht leider nicht mehr. GG. Da müssen wir dann noch raus. Da haben wir zu lange getrödelt. Den Scouting Overlord haben wir auch weggelassen, als ob er gar nicht nötig gewesen wäre. Zu Recht verloren einfach. Haben wir nicht so gut gespielt, das Spiel. Dementsprechend zu Recht verloren.